Hallo, wenn ihr sehen wollt, wie dieser leckere Kuchen gemacht wird, dann bleibt dran. Heute mache ich einen super leckeren, schnellen Schokoladenrührkuchen. Für den Rührkuchen benötigen wir 2 Eier, 120 Gramm Butter. Ich habe nur 80 Gramm benutzt und den Rest habe ich mit neutralem Öl aufgefüllt. 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 30 Gramm Kakao und 50 Gramm griechischer Joghurt. Ich habe eine kleine Napfkuchenform benutzt mit einem Durchmesser von 16 cm. Der Kuchen war jetzt 40 Minuten im Backofen. Nachdem er raus ist, lasse ich ihn 15 bis 20 Minuten in der Form auskühlen. Danach stürze ich den Kuchen und anschließend dekoriere ich ihn ein wenig mit Puderzucker. Das sieht immer sehr schick aus und man kann ihn dann auch gleich anschneiden, weil lauwarm schmeckt er meistens am besten. Der Kuchen ist total weich und fluffig und überhaupt nicht hart geworden, wie das manchmal bei Rührkuchen ja passieren kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Probiert den Kuchen mal aus und schreibt es mir in die Kommentare. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.